Servus Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meiner Kochshow. Wir kochen heute wieder zusammen und zwar ein mega leckeres Gericht für die Diät. Es ist eine vegetarische oder sogar vegane Linsen-Bolognese. Leute, das schmeckt so mega geil, das hätte ich am Anfang niemals gedacht. Und es ist wirklich eine richtig gute Alternative zu der normalen Hackfleisch-Bolognese, weil, sind wir mal ehrlich, es schadet uns allen nicht, ein bisschen weniger Fleisch zu essen und unsere Umwelt sowieso schon nicht. Und wenn ihr jetzt mitmachen wollt, dann guckt mal bei euch zu Hause, vielleicht habt ihr sogar alles da. Wir brauchen für die Linsen-Bolognese nämlich nur Spaghetti, könnt ihr aber auch was anderes nehmen. Wir brauchen Linsen, wir brauchen Karotten und wir brauchen stückige oder passierte Tomaten. Jetzt Step Nummer 1, um auch Zeit zu sparen, ist, dass wir erstmal die Nudeln kochen. Also ich habe jetzt Spaghetti genommen, ihr könnt wirklich nehmen, was ihr wollt, welche Nudeln auch immer ihr am liebsten mögt. Man kann zum Beispiel auch als kleiner Tipp so Gnocchi nehmen, damit schmeckt die Linsen-Bolognese auch mega gut. Man kann die Nudeln theoretisch auch weglassen und die Bolognese einfach so essen, mit zum Beispiel noch ein Brot dazu. Ich mag es am liebsten mit den Nudeln und deswegen gebe ich die Spaghetti jetzt hier hinten in den Topf, da kocht es schon vor sich hin und bis die Bolognese dann fertig sind, sind die Nudeln auch fertig. Timesaver. Jetzt geht's an die Bolognese und dafür brauchen wir erstmal Zwiebeln und Knoblauch und das schneiden wir in kleine Würfelchen. Zur Info für euch, ich habe diese Grundzutaten, also sowas wie Zwiebeln, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten, habe ich jetzt nicht extra in den Zutaten aufgelistet, weil die, denke ich, jeder zu Hause hat und wenn nicht, besorgt euch das ruhig mal, weil die braucht man eigentlich für jedes Rezept, damit es auch ordentlich schmeckt. So, jetzt kommen wir zu den Karotten. Erstmal schälen und dann auch fein würfeln, genauso wie die Zwiebeln und den Knoblauch eben auch. Und bei den Karotten wirklich auch gucken, dass ihr die möglichst fein würfelt. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig und dauert auch ein bisschen, aber dann werden die auch schneller durch und dann müsst ihr die Bolognese nicht so lange kochen. Jetzt Step Nummer 2, Topf heiß werden lassen, bisschen Öl reingeben. Ich nehme immer ganz gerne Rapsöl zum Anbraten. Das kann man nämlich heiß erhitzen und es ist relativ neutral vom Geschmack her. Wenn das Öl heiß ist, kommen die Karotten, Zwiebeln, Knoblauch dazu und dann kurz anspitzen. Jetzt die Linsen dazugeben. Ich habe jetzt 75 Gramm genommen. Ihr könnt euch die Mengen aber natürlich erhöhen, wie ihr wollt. Je nachdem, ob ihr auch für mehrere Portionen vielleicht vorkochen wollt, kann man nämlich auch perfekt einfrieren, die Linsen-Bolognese. Jetzt habe ich hier Gemüsebrühe. Da gebe ich jetzt einfach so nach Gefühl ein bisschen was rein. Auch nicht zu viel, weil es kommen gleich noch die stückigen Tomaten dazu und außerdem kann man das immer wieder nachgießen. Jetzt muss ich euch noch kurz ein Küchentool zeigen. Ich bin da ganz begeistert davon. Den habe ich mir nämlich neulich beim Tchibo gekauft, den Lörres hier. Und der ist richtig cool. Da kann man nämlich auch den Mixer so damit aus Schaben oder auch tiefe Gefäße. Jetzt kommen die Tomaten mit dazu. Da könnt ihr auch passierte Tomaten nehmen, wenn ihr wollt. Oder vielleicht habt ihr sogar frische, selbst eingekochte. Dann ist das natürlich am allerbesten. Und da jetzt einfach ungefähr erstmal die halbe Dose und dann einfach mal schauen, wie viel von der Flüssigkeit die Linsen aufnehmen. Und dann kann man immer noch mal was nachgießen, weil es soll ja auch eine schöne Soße werden und keine zu flüssige Suppe. Kleiner Tipp, was mir oft passiert, gerade jetzt, ich habe die Spaghetti vergessen, unbedingt immer mal nachgucken, auch schauen, ob sie schon durch sind. Meine brauchen jetzt noch ein bisschen zum Glück, aber das ist immer voll schwierig, wenn man zwei Töpfe im Blick haben muss. Jetzt geht's ans Würzen und zwar ganz normal erstmal mit Salz und Pfeffer. Und dann mag ich es persönlich immer ganz gern, wenn es ein bisschen schärfer ist, deswegen gebe ich mir immer dieses türkische Pulled Biber oder wie das heißt dazu. Also das sind diese Chili-Flocken. Wenn man es jetzt nicht so gern scharf mag, dann lässt man es vielleicht einfach weg oder kann vielleicht auch Basilikum, Rosmarin oder sowas reingeben. Einfach so italienische Kräuter ein bisschen. Einfach wie man es eben bei einer normalen Bolognese auch machen würde. Und dann kommt jetzt der Deckel drauf und dann lassen wir es erstmal ein bisschen köcheln und schauen aber zwischendrin immer mal rein, ob die Bolognese noch Flüssigkeit braucht. Und dann geben wir einfach ein bisschen Gemüsebrühe noch dazu oder was von den Tomaten. So, jetzt gucken wir mal rein. So ungefähr 10 Minuten dauert die Bolognese. Das ist nämlich das Gute an den roten Linsen. Die sind nämlich total schnell zubereitet. Und wenn ihr jetzt auch sagt, Mensch, rote Linsen, da habe ich mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, das schmeckt mir einfach nicht. Das dachte ich auch erst, bis ich diese Bolognese probiert habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal, sich daran zu wagen.
Und wenn ihr jetzt sagt, es ist noch zu flüssig, dann könnt ihr ein bisschen Tomatenmark noch dazugeben oder auch vielleicht einfach noch extra dazu. Es gibt ja auch immer einen leckeren Geschmack. Ich mache das immer ganz gern noch rein. Dann gebe ich noch ein bisschen Tomaten rein. Und dann lasse ich das Ganze nochmal so 1-2 Minuten kochen. Meine Spaghetti sind jetzt nämlich auch schon fertig und dann habe ich schon gleich mein perfektes Mittagessen. Ich sehe jetzt schon, das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als eine Portion. Dann bleibt mir noch für heute Abend was übrig oder für morgen zum Mitnehmen auf die Arbeit. Ist es perfekt, falls ihr euch Meal preppen wollt. So, die Linsen-Bolognese ist fertig und jetzt ist das Gericht so wie es ist noch vegan. Aber man könnte jetzt auch ein bisschen Kochsahne da reingeben, dann wird das Ganze noch ein bisschen cremiger und ein bisschen, ja, einfach feiner vom Geschmack her. Ich mag es aber auch so, ehrlich gesagt, ganz gern, deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Und was zu einer Bolognese immer gut passt, ist einfach am Ende noch ein kleiner Schuss Balsamico-Essig rein. Den kann man aber auch weglassen, wenn ihr das jetzt nicht zu Hause habt. Und dann ist die Bolognese fertig zum Anrichten. Ich zeige es euch gleich, wie es aussieht. Wenn die Spaghetti fertig sind, dann einfach die fertige heiße Linsen-Bolognese oben drüber geben und fertig ist unser Mittagessen oder schnelles Abendessen. So, ich glaube, ich kann es mir nicht verkneifen, darüber noch ein bisschen Parmesan zu geben. Das ist dann noch das i-Tüpfelchen auf der ganzen Sache. Nur eine kleine Warnung für euch, falls ihr Linsen bisher noch gar nicht so wirklich gegessen habt oder nicht euch sicher seid, ob ihr das vertragt, dann würde ich erstmal vorsichtig starten, weil manche Menschen bekommen davon ein bisschen Bauchweh, die vertragen das nicht so gut oder müssen sich erstmal dran gewöhnen. Also nur mal so für euch zur Info. Ich vertrage sie blendend, deswegen haue ich sie mir jetzt auch gleich rein, die Portion. Falls ihr das cool findet, dass wir zusammen kochen, dann guckt mal hier. Hier haben wir nämlich schon mal die Quarkröllchen zusammen gemacht. Dann könnt ihr euch jetzt hier direkt noch ein Dessert zubereiten. Und ansonsten würde ich sagen, freue ich mich über euer Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Markiert mich auf Instagram, wenn ihr was nachmacht. Und wir sehen uns nächste Woche, Leute. Macht's gut!